Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Platin. Im letzten Part sind wir hier in diesem Schneegebiet stehen geblieben. Und ja, wir laufen jetzt immer weiter in den Schneesturm rein. Das will mir nicht so ganz gefallen. Weil, ja, im Schneesturm sieht man halt nicht besonders viel. Außerdem haben Eis-Pokémon im, wenn es hagelt, beziehungsweise natürlich im Schneesturm, Riesenvorteil gegen uns. Aber den versuchen wir dann natürlich trotzdem auszugleichen. Oh Gott. Gleich mal einen Donnerblitz von einem Electek abbekommen. Au. Hilfe. Naja, die Spezialverteidigung sinkt, aber nächsten Treffer werden wir nicht überleben. Leider. Komm, Forrest. Das musst du erledigen. Jawohl. Gut predicted. Aber es war irgendwie offensichtlich, dass du das machst. Also, was anderes hätte man jetzt gar nicht erwartet, glaube ich. Ich glaube sogar, Rasierblatt sollte eigentlich genügen. Oh, Sternschauer. Elektrik ist schon gefährlich. Ich wusste gar nicht, dass es so schnell ist. Ich meine, Girafarik ist ja schon relativ schnell. Es ist schneller als unser Girafarik. Nicht schlecht. Okay, was kommt als nächstes? Na, wird von Hagel getroffen. Magma. Da wechsle ich natürlich auch zu Quabbel. Quabbel wird das schon locker hinbekommen. Finde ich auch ganz nice eigentlich, so Electric und Magma im Team zu haben. Das kann schon übel werden. Oh. Knapp. Ich glaube, da wird sogar ein Gift-Hieb reichen. Oder? Ja, sollte eigentlich. Besonders, weil jetzt noch der Hagel dazu kommt. Aber ausgereicht hat der Hagel leider nicht. Deswegen noch ein Gift-Hieb. Bam. Oh nein, das habe ich vergessen. Flammenkörper. Mist. Naja. Halb so schlimm. Ich glaube, ich lauf doch nochmal zurück. Achso, und dieses Legen, das kommt durch den Schneesturm. Also das... Der macht schon einiges aus. Das ist nicht so schön. Oh, Schneebedeck. Schneebedeck ist ein cooles Pokémon. Besonders die Weiterentwicklung Rex Blizzard kann schon ziemlich reinhauen. Auch wenn es einen schlechten Typ hat. Oh Mann! Wie oft will denn jetzt noch ein Pokémon kommen? Da braucht man ja schon fast Schutz. Aber auf der Route lohnt sich, glaube ich, Schutz gar nicht so, weil es gibt nur wenig Gras eigentlich, so viel ich weiß. Und solange im Schnee keine Pokémon kommen, ist ja alles in Ordnung. Und das wird... Und im Schnee werden keine Pokémon kommen. So. Sind wir jetzt wieder voll geheilt. Oh, es war klar. Also, der steht einem erstens voll im Weg. Deswegen kann man da eigentlich kaum sicher durch das Gras kommen. Und, ja. Ah, ein bisschen nervig ist das natürlich schon. Aber gut. Wir kommen immer weiter zum Schneesturm. Es fängt gar nicht an zu schneien. Warum? Okay, jetzt.
Was, wirklich? Also ich habe hier den Schneesturm stärker in Erinnerung. Oh, da ist ein Ninja oder so. Hallöchen. So. Da hätten wir uns zwar von der anderen Seite vom Item nähern können, aber ich kämpfe da lieber. Oh, sehr schön. Da kann Taillet massig Schaden anrichten. Oder mächtig Schaden anrichten, eher. Psychokinese. Natürlich ist es schneller. Naja, Golbat ist auch relativ schnell, also das ist echt keine Schande. Und wir verletzen uns natürlich selber. Das ist doch so klar. Wieso soll das mal anders sein? Und ich wette jetzt... treffen wir uns nochmal selber. Ah nee, doch nicht. Wow. Wir sind sogar nicht mehr verwirrt. Gar nicht schlecht. Das wäre so einfach gewesen, Tailhead. Wärst du ein bisschen schneller. Hoffentlich ändert sich das jetzt. Level 40. Ja, das ändert sich eindeutig. Oh Gott, so viel hat es ja gar nicht. Ist ein Angriff und Spezialangriff doch besser. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber man sieht schon, Tailhead ist schon reiner Angreifer eigentlich. Die anderen Stats sind weitaus weniger gut und auch eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Oh, brauchst du nicht im Kreis fahren. Sag mal. So. Okay. Zeig mir deine Technik. Schneebedeck. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das reichen wird. Aber es sollte auf jeden Fall genug Schaden. Ja, es reicht gut. Schön. Ja, ja, es hagelt. Ist mir egal. Auch wenn wir jetzt in den gelben Bereich kommen. Genau. Jetzt kommt noch ein Schneebedeck. Ach, das ist deine Technik, aha. Oh, Level 36. Wenn... Ja, das könntest du doch überleben. Habe ich beim letzten auch schon gesagt. Und es ist tatsächlich so. Oh, Verwurzler. Auch eigentlich gut. Kann man eigentlich Schneebedeck als eine Art, ja. Wie soll ich sagen? Ja, als eine Art Wall nehmen. Zur Verteidigung. Ich weiß es nicht. Wow! Volltreffer und wir sind gleich down. Scheiß Hagel. Der killt uns jetzt. Oder? Wow. Knapp. Da wechsle ich lieber. Zu wem denn? Wer macht das mal? Ich habe immer noch die Hoffnung, dass Star sich entwickelt, aber... Na komm. Nehmen wir mal Star. Das muss ich echt mal entwickeln. Das kann doch nicht sein. Fliegen. Na komm. Was Besseres haben wir nicht als Fliegen. Und die setzen alle Verwurzler ein. Unglaublich. Und dann Eissplitter. Und machen damit dann auch noch einen Volltreffer. So sieht's aus. Bam. Oh. Das war's. Gar keine schlechte Leistung da. Ist immer stärker.
Aber du könntest dich ruhig langsam mal entwickeln. Achso, ja, ich pack doch mal. Ja, Quabbel nach vorne. Ist hier noch irgendwas? Ja. So. Ja, was gibt's jetzt so viel zu sagen? Eigentlich nichts, ne? Oh, Schnäppke. Auch cool. Also in der vierten Generation, meine ich, in der vierten Generation hat Schnäppke ja eine neue Weiterentwicklung bekommen. Und zwar Frostedje. Ein Eis-Geist-Pokémon. Ist jetzt Schnäppke und hier ist das andere nochmal. Den Namen kann ich mir irgendwie nie merken. Verdammt. Das fällt mir jetzt echt nicht mehr ein. Firnantor, genau. Firnantor. Das sind ja reine Eis-Pokémon. So viel ich weiß. Da war kein Typ mehr dabei. Und jetzt kommt halt noch ein Geist-Typ hinzu. Finde ich ganz gut. Ich finde sowieso die vierte Generation war so von den Pokémon, ja, eigentlich am besten. Es gab viele neue Pokémon. Das fand ich richtig gut. Also jetzt neue Pokémon. Klar, es gibt in jeder Generation neue Pokémon. Nee, was ich meine, halt so neue Weiterentwicklung, das meinte ich. Das gab es jetzt in der fünften Generation zum Beispiel nicht. Da war jedes Pokémon komplett neu, so viel ich weiß. Oder? Gab es da eine spezielle Weiterentwicklung nochmal? Nee, ne? Das hat es natürlich auch dann wertvoller gemacht, wenn man zum Beispiel nur an Pokémon per Tausch dann rangekommen ist. Hat es das wertvoller gemacht, doch nochmal die alten Editionen zu spielen. Und das ist ja auch gut für die Industrie da. Deswegen, ja, ich finde die fünfte Generation wirklich nicht gut, was auch Pokémon angeht. Aber da gibt es viele, die sich da beschweren. Deswegen. Jetzt die sechste. Sieht besser aus, auf jeden Fall. Bis jetzt. Also die Pokémon, die Starter sind schon mal nicht schlecht. Naja, gut. Über die legendären Pokémon kann man sich streiten. Die sehen mir ein bisschen zu künstlich aus. Die hätten sie doch ein bisschen natürlicher halten können. Das ist so, wirklich so. Also Dialga und Palkia waren ja schon relativ künstlich. Auch ja, Giratina sieht dann wieder ein bisschen, ja, sieht nicht ganz so schlimm aus eigentlich, aber ist auch nicht so das Wahre. So, sagen wir es mal so, so Ho-Oh und Lugia zum Beispiel oder Zapdos Lavados Arktos, das war so noch richtig so, auch ein bisschen auf die Tierwelt bezogen. Aber das jetzt, es sind zwar Tiere, es ist ein Hirsch und ein Geier und ein Adler, aber sonst, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was kommt. Ich lasse Quabbel mal drin. Ach, Golbat. Es ist einfach, na, Pokémon ist nicht mehr das, was es mal war. Oh, Horrorblick. Ich will eh nicht fliehen. Auf jeden Fall nicht vor dir. Du bist nämlich ein Lappen. Und deswegen bist du jetzt down. Tschüss. Okay, 41 für Quabbel. Und das war's. Ja, ich will heute eigentlich noch zu dem See kommen. Hier war doch auch irgendwo eine Hütte, genau hier. Eieiei, das ist
Hier war doch auch, genau, dieses Item hier brauchen wir. Das ist ein... eine VM. Die VM Kraxler haben wir gefunden. Eieiei. Das mag ich überhaupt nicht, wenn das so diese... Es kann ruhig ständig laggen, aber dieses... wo sich dann auf einmal zieht, das mag ich überhaupt nicht. Und das kommt halt dadurch. Das ist eigentlich Dauerleck. So ein bisschen. Ja, gut. Ein Sonderbonbon gefunden. Mit dem Mann da drin hätten wir jetzt eigentlich noch reden können, aber... lassen wir mal. Ah... okay, hinterherlaufen bringt nichts. Sag mal, du hättest mich doch gerade eben sehen müssen, als ich vor dir stand. Naja. Der Rüdiger. Hallo Rüdiger. Ja, ja, schon wieder eigentlich perfekt hier mit Surfer. Kriegen wir Quieke ganz schnell down. Surfer ist auch einfach eine mächtige Attacke. Und Quabbel ist ein mächtiges Pokémon. Ja, ist wirklich so. Dagegen kann man nichts sagen. Quabbel ist gut. Was kommt als nächstes? Nochmal... was heißt hier nochmal? Ein Sneeble kommt. Surfer. Zack. Oh, Prügler. Was? Ich habe immer noch nicht nachgeschaut. Ich muss da echt mal nachschauen, was Prügler bringt. Eieiei. Das sind echt so Sachen. Die nimmt man sich vor und dann hält man sie nicht ein. Das ist gar nicht gut. Ach du Scheiße. So, was ist denn hier drin los? Kann man sich hier nochmal heilen? Eine Person? Ein seltener Anblick. Vielen Dank für deinen Besuch. Ein Geschenk. Der Bandsticker. Versteckt Geisterattacken natürlich. So. Schattenglas war das, was Unlichtattacken verstärkt. Oh. Ach. Der Felsen ist von einer Eisschicht überzogen, die super kalt ist. Ja. Da kann man sein Evoli zu einem Glaciola entwickeln. Das heißt, wenn man in diesem Gras da sein Evoli ein Level höher bringt. Ach du Scheiße. Hatten wir gegen dich schon gekämpft? Nee, hatten wir nicht. Wenn man da sein Evoli ein Level höher bringt, entwickelt es sich zu Glaciola, einem Eis-Pokémon. Wer hätte gedacht? Also ist genauso wie in dem Ewigwald. Da gibt es dann so einen moosbewachsenen Stein. Braucht man nicht. Das war eigentlich eine ganz gute Idee, also man geht weg von den Steinen aus der ersten Generation, ja, hin zu den so Trainingsorten. Ist auch nicht schlecht. Was war es nochmal in der zweiten Generation mit, ich glaube das war mit Mondstein, ja, war es auch. Das war der Mondstein bei Tag und bei Nacht. Ja? Da gab es schon Tag und Nacht. Und da kommt auch gleich ein Glaciola. So sieht dieses liebe Pokémon aus. Eissplitter. So lieb ist es dann wohl doch nicht.
Das hat das ganze 6 KP abgezogen. Naja. Na, hoffentlich setzt es kein Blizzard ein. Das wäre jetzt echt... Oh. Das wäre gar nicht gut. Na, bis geht's. Bis ist hier kein Problem. Und jetzt noch ein Gift-Hieb zum Abschluss. Oh, Ruckzuck-Hieb. Da hätte es auch gleich Eissplitter einsetzen können, aber gut. Das war's. Wir sind schon fast soweit, oder? Auf jeden Fall wechsle ich doch nochmal das Pokémon an der Spitze. Ach komm. Star. Ja, wir haben zwar keine Nuzlocke-Challenge, aber... Da kommt doch noch einer. Ein Kampf-Pokémon-Trainer. Da haben wir doch gut gewechselt. Fliegen sollte seinen Kampf-Pokémon schon ziemlich viel abziehen. Und da kommt gleich ein Glibunkel. Ja. Schleich dich. Fliegen. Oh, Tiefschlag. Au. Naja, es ist kein Step drauf. Deswegen hat es jetzt nicht so viel gezogen. Ein Glück. Hagel. Wird man eigentlich unter der Erde bzw. im Wasser von Hagel getroffen? Das weiß ich gerade gar nicht. Naja. Und was kommt als nächstes? Maschok! Weiterkämpfen. So, nochmal fliegen. Da werden wir dann zwar von Hagel getroffen, aber Maschok sollte danach echt down sein. Also ich glaube, nee. Ich glaub's nicht, dass Maschok da überlebt. Fliegen! Oh! Oh! Und Weckruf. Warum Weckruf? Verstehe ich nicht ganz. Naja. Wie immer mit unserem super Glück hier. Ich setze nochmal Wunschtraum ein. Ich hoffe, es setzt jetzt keine allzu starke Attacke ein. Überwurf, das killt unser Star. Was? Echt? Und wir werden natürlich zuerst getroffen. Ja. Deswegen bekommt jetzt keiner EP. Super, echt. Toll gemacht. So, komm, Tailhead. Du wirst jetzt nochmal geheilt. Leider erst Ende dieser Runde. Ich hoffe vor dem Hagel. Das war noch kein Stahl, ne? Nee, war es nicht. Okay. Komm, erfüll dich nochmal. Wunschtraum. Nein, wieso? Jetzt ist da umsonst gestorben. Das gibt's doch nicht. So. Oh, der Schnee wird immer tiefer. See der Stärke. Gut, wir sind da. Aber da ist noch... Da sind noch Trainer. Komm, Slave, nee. Ja, dann müssen wir Holy Flame nach vorne tun, weil ich glaube, die haben jetzt Eis-Pokémon. So. Kampf? Nee. Die hat irgendwas von Kampf gelabert. Oh, Holy Flame passt sogar. Schön. War mal wieder richtig gut gewählt. So. Biss.
Das war's, oder? Die Verteidigung von Kialia ist nämlich nicht besonders hoch. Die Spezialverteidigung schon, aber die Verteidigung nicht. Deswegen ist bis auch so gefährlich bei diesem Pokémon. Also gegen dieses Pokémon natürlich. Wenn man selber dieses Pokémon hat. Oh, Golking. Da wechsle ich lieber mal. Zu Forest. Oh, Forest ist schon hier. Forest räumt schon ziemlich ab, wenn man es mal zum Zug kommen lässt hier. Rasierblatt. Okay, das war's. Oh, Volltreffer. Das hätte doch noch nicht... Es war nicht sicher, ob es wirklich was bringt. So. Haspirohr. Was könnten wir einsetzen? Komm, Quabbel. Das sollte noch ein Hagel überleben. Obwohl, ich glaube, es hagelt ja gar nicht mehr, oder? Oh, Ruckzuckieb. Damit habe ich nicht gerechnet. Und dann auch noch ein Volltreffer, ja. Ist klar, ja. Unglaublich, Szenen spielen sich hier ab. Jetzt aber wirklich unglaublich. Ach komm, Feuerzahn. Bam. Und down. Müssen wir da echt jetzt kämpfen? Mit so vielen verletzten Pokémon? Haben wir irgendwas zum Heilen? Medizin, hier. Supertrank. Hier, Tailhead. Du kommst mal in Supertrank. Wow, wir haben schon einen Top-Trank. Und Top-Genesung. Nicht schlecht. Haben wir schon Hypertränke? Nur. Die müssen wir uns noch zulegen. Aber ich setze nochmal einen Supertrank ein. Dass wir wenigstens diese Pokémon haben für den Kampf. Der Rest kann uns jetzt erstmal egal sein. Aber den Kampf gibt es dann... Nee, den Kampf mache ich noch. Das muss jetzt echt sein. Weil... Ja, keine Ahnung, es ist nichts passiert. Wir haben jetzt die Route hier geschafft. Wir haben Kraxler gefunden zwar, aber... Es ist nicht wirklich was passiert. Ja, wir haben Kraxler gefunden, aber wir kommen nicht hoch. Hey, Yabina, bist du auch schon da? Langsam, viel zu langsam. Hör zu, Yabina, siehst du, dass die Felsen hier anders aussehen? Du kannst die Berge erst hochlaufen, wenn du den Orden der Blizzard Arena besitzt. Wie dem auch sei, ich bin weg, Team Galactic. Ich bin euch auf den Fersen. Ja, okay, dann müssen wir erstmal natürlich in Blizzard die Arena machen. Das kommt dann aber wirklich im nächsten Part. Mist. Ich laufe noch schnell nach Blizzard, dass wir wenigstens Blizzard erreicht haben. Ja, stimmt, die Routen ziehen sich ja ziemlich. Das... Ich meine, okay, früher habe ich kürzere Parts gemacht. Da haben wir dann mal für eine Route 2 Parts oder so gebraucht. Aber jetzt sind wir hier jetzt auch... Ja, jetzt sind wir auch schon wieder bei einer halben Stunde. Boah, dieser Schnee, ey.
ist echt schlimm. Hä? Wie kommen wir jetzt nach Blizzard? Und wieder durch diesen Schnee, ey. Da kommt wieder einfach nur der Kopf rausguckt. Nee, da geht's echt. Bin ich blind? Wo zum Teufel geht's nach Blizzard? Dieses Lenken plus sein Schnee, das macht echt gerade unerträglich hier. Ich könnte jetzt fast die Speed-Taste benutzen, aber das wird eh nichts nützen. Ja, was zum... Da geht's nirgendwo weiter, was ist denn los? Hä? Ich hab mich verlaufen. Jetzt wirklich, wo geht's da weiter? Alter, dieses Laggen macht mich aggressiv von der Schnee. Ich kann sowas überhaupt nicht leiden. Ich möchte jetzt endlich Blizzard finden. Okay, jetzt haben wir doch einiges erlebt. Da auf dem Schild steht doch eindeutig nur... See der Stärke. Aber wir müssen am See der Stärke, glaube ich, sogar vorbei. Ja, müssen wir. Um nach Blizzard zu kommen. Ah, jetzt nervt auch noch ein Quiekel. Das wird immer schlimmer. Wilde Pokémon. Da fällt einem nichts mehr ein, oder? Ja. Ihr merkt schon, ich bin echt gerade total angepisst, deswegen. Ja, Stärkeufer. Ja, hier müssten wir lang. Daran kann ich mich auf jeden Fall mal erinnern. Okay, jetzt ist auch schon wieder Abend. Es ist genau 17 Uhr. Ah, ein Schneebedeck nervt. Ich habe leider noch nicht die Hotkeys hier auf dem neuen Controller für Speed und Slow Motion. Die habe ich irgendwo auf die Tastatur gelegt und weiß nicht mehr wo. Aber hier geht's besser, wow. Und wir sind in Blizzard angekommen, endlich! Oh, ein Item. Hyperball. Aber ich finde auch die Schneegeräusche schön. Und wir gehen jetzt erstmal zum Pokécenter. Ja, im nächsten Part geht's dann weiter. Oh, wer steht denn da? Die sprechen wir dann im nächsten Part an. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und... ja, bis zum nächsten Part und ciao, Leute!